da mein letztes Video zu den Mammutbäumen vom 19. Mai schon etwas zurückliegt, habe ich mir gedacht, kurz vor Winter, gebe ich euch nochmal ein Status-Update, wie es so ausschaut bei meinen 6 Bäumchen. Und wie ihr seht, sie sind über den Sommer wirklich, wirklich in die Höhe geschossen. Und ja, wie das Ganze so abgelaufen ist, erzähle ich euch jetzt. Als ich Mitte Mai das Video gemacht habe zu den Bäumen, da hat man eigentlich über den Winter keinen Millimeter Wachstum erkennen können. Und ja, unmittelbar nachdem ich das Video gemacht habe, sind sie dann wirklich in die Höhe geschossen. Also wirklich bei dem zum Beispiel, das sind locker 10 cm. Und das Ganze ist wirklich in nur 3 Monaten passiert. Und dann, ja, September haben sie dann wirklich das Wachstum wieder eingestellt. Das ist wirklich, die wachsen in 3 Monaten, 3-4 Monaten wahrscheinlich. Und dann ist Ende im Gelände. Also es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und bei dem ist auch bemerkenswert, da hat ein Hund oder eine Katze den mal gebrochen. Also der, deswegen wächst der auch so schief. Und der ist einfach dann zur Seite weitergewachsen und wird da nächstes Jahr wahrscheinlich dann einen neuen Hauptstamm bilden. Also die halten auch wirklich was aus, also das ist wirklich bemerkenswert. Was mir aufgefallen ist, also ich habe hier einen solchen Tüpfel drin, die sind oben schon fast höher als die Töpfe tief sind, dass ich sie wahrscheinlich in zu kleine Töpfe für den ersten richtigen Sommer gesetzt habe, weil zum Beispiel der hier, das ist der kleinste, der hat auch am wenigsten Erde. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, dass alle ihr Wachstum eingestellt haben. Wenn man hier zum Beispiel sieht, als die Wurzeln bis ganz unten durchgeschossen sind. Also der ist wirklich sehr, sehr gut verwurzelt. Also ich glaube fast, dass man sie, dass die viel, viel größer hätten werden können, wenn ich sie gleich in größere Töpfe gesetzt hätte. Ich werde es jetzt vom Winter, werde ich sie nicht mehr umtopfen. Hier werde ich ein bisschen Erde nachfüllen. Und dann im Frühjahr, also schon ab März, werde ich sie wahrscheinlich dann in größere Töpfe, also in viel, viel größere umsetzen, dass sie dann wirklich im Sommer einen richtigen Schub machen können. Aber ich muss echt sagen, es macht wirklich Spaß, macht es auch. Den kann man wirklich in den 3 Monaten im Sommer im Wachsen zusehen. Und irgendwann werden die richtig großen, vor allem der hier, der wächst ja wirklich mega, mega schön. Also der ist wirklich, ich habe schon mal gesagt, ein Prachtexemplar. Mittlerweile Mitte November kann man jetzt auch schon seit einigen Wochen beobachten, dass, wie für Mammutbäume typisch, die so eine braun-lilane Färbung bekommen. Das ist für die wirklich ganz normal im Winter. Das heißt auch nicht, dass es zu trocken ist oder sie Wasser brauchen. Dann auch am besten im Winter nicht ganz so viel gießen. Ich werde es jetzt im Winter wahrscheinlich nicht reinstellen, sondern eher ein bisschen in die Hauswand stellen, da ist auch ein bisschen wärmer. Das halten die schon aus, denke ich mal, jetzt im zweiten Winter hatte ich sie drin, hat wunderbar gepasst. Und ja, von dem her, ich halte euch auf dem Laufenden. Das Projekt scheint zu funktionieren, mir macht es mega viel Spaß, probiert es auch aus. Links dazu, was ihr dazu benötigt, findet ihr in der Videobeschreibung unten, also ich habe euch alles verlinkt. Alle anderen Videos könnt ihr auf meinem Kanal sehen, von dem her, haut's rein und bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder ein Update gebe.